Hallo und herzlich willkommen auf All Your Fashion. Mein Name ist Dean. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hast du meinen Kanal bereits abonniert? Alles tippitoppi, du bist ein echter Follower. Hast du meinen Kanal noch nicht abonniert? Denn jetzt aber schnell, denn hier kommen ständig neue kostenfreie Reviews online. Es lohnt sich. Also, drück jetzt das Knöpfchen. Ich stelle euch heute zwei Chastel Files vor, die gegeneinander antreten, beziehungsweise im Vergleich heute antreten. Denn die eine habe ich euch bereits mal vorgestellt. Das Video kann ich euch am Ende verlinken. Ich hatte euch bereits diese weiße Lederhose vorgestellt. Und irgendwie gerade heute, ich habe dieses super Outfit angezogen. Und da dachte ich mir, was passt besser dazu als wie eine weiße Hose. Diese Ringzipper, Chastelfight, hatte ich euch bereits vorgestellt. Heute tritt sie an gegen eine weitere Lederhose. Heute tritt sie an gegen eine andere weiße Hose. Diese hatte ich euch noch nicht vorgestellt. So kommt sie nach Hause, American Design. Unsere Tüte. Es ist eine Hose mit einem einfachen Bündchen und zwar eine X-Cross. So nennt sie sich hier oben. Ihr habt hier sozusagen so ein X. Und deswegen heißt sie X-Cross. Und das ist einfaches Reinschlüpfen. Und dann ist das Bündchen so doppelt zu nehmen. Und dann sitzt sie so. So, diese Hose tritt heute an gegen unsere Ringzipperhose und den könnt ihr mal entscheiden. Und ich werde euch beide Hosen mal unten verlinken, welche euch mehr gefällt. Beide sind in einer S und hier haben wir sogar noch die Nummer, das ist die 619. Wer so suchen möchte, bitte tut euch keinen Zwang an. Das ist die weiße Chastelfight. Ich finde vom Material her super. Also sie sind unglaublich elastisch. Daher habe ich jetzt ja bei allen weiteren Hosen immer auf XS gesetzt, weil sie ziehen sich so enorm. Guckt mal, das ist jetzt hier ein Lederimitat, aber es ist so perfekt. Seht ihr das? Damit kannst du fast schon Sport machen. Ja, was habe ich dazu ausgewählt? Ich hatte hier ein super Oberteil, das habe ich mir auf Temu bestellt, ein Body. Den habe ich heute kombiniert mit einer schwarzen Chastelfight, siehe da. Und den Body werde ich heute dazu tragen. Ich finde, der passt irgendwie perfekt dazu. Hier oben habt ihr einen weißen Kragen, dazu nochmal kleine weiße Applikationen an den Ärmeln und meine Schuhe nicht zu vergessen. Und heute wird es echt verrückt. Giuseppe Zanotti habe ich mir rausgesucht. Sie sind einfach in schwarz gehalten und haben hier vorne eine Silberapplikation. Aber da das Silber ja ganz gut kombinierbar ist mit unserem Weiß heute, finde ich, besser geht es nicht. Die habe ich mir rausgesucht, ist auch meine normale Größe, in offener Schuh 38,5 und die trage ich heute dazu und ich finde sie unglaublich schick. Aber ich habe sie wirklich schon viele, viele Jahre. Sie sind, wie gesagt, aus meiner Sammlung, aus meiner eigenen Schuhsammlung, die ich so über Jahre gesammelt habe. Ihr Frauen kennt das, wir können uns ja dann nicht trennen und neue brauchen wir sowieso immer wieder, deswegen wächst es und ja, da findet man hin und wieder auch das ein oder andere Schätzchen, wo man sagt, die habe ich ja auch noch. So geht es mir auch mit diesen hier. Und heute kommen sie mal zum Einsatz. Sie sehen so unglaublich schön aus mit ihren kleinen Steinen im Vordergrund. Und hier oben an der Fessel habt ihr diese noch einmal. Und die glitzern so unglaublich schön. Die trage ich dazu. Und jetzt werden wir am besten erstmal eine Hose ausprobieren. Ich würde sagen, ich schlüpfe als erstes in die neue. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Und etwas Farbe kommt auch noch dazu, denn ich werde hin und wieder nochmal einen kleinen Eyecatcher setzen, indem ich auf Farbe setze. Aber wartet ab, wartet ab. Wir wechseln jetzt. Die erste Hose sitzt und ich gehe mal nach hinten und zeige euch das Ergebnis. Seht selbst. So, jetzt habe ich hier oben dieses normale Bündchen und ich finde, dafür, dass ich jetzt hier eine ganz normale S trage, finde ich, macht es wirklich eine gute Figur. Es ist wirklich sehr anschmiegsam und eng. Und diese Hose als solche, ich finde diese Farbe weiß, finde ich so perfekt für wirklich für jeden Anlass gedacht. Außer vielleicht für ganz traurige Dinge. Aber es ist so neutral, dass diese weiße Hose wirklich, wirklich schmeichelt. Schön, oder? Gehen wir mal ein bisschen näher drauf ein, damit ihr auch ein bisschen mehr von der Wahrnehmung habt. Oben vom Verhältnis her, finde ich, kann es sich sehen lassen. Hier leicht, ja, finde ich. Ich müsste rein theoretisch bei den Chastelfights immer eine XS wählen, weil ich manchmal ein bisschen viel Luft in den Hosen habe. Ein wenig näher von oben. Hier seht ihr,
dieses X-Cross-Verhältnis, diese Hose geht, taucht einmal ein und von außen einmal so. Ich habe jetzt hier natürlich einen Body drunter, der sich ein wenig abzeichnet, hinten auch. Es ist auch so ein Mattton, aber ihr seht, es hat so einen Glanzeffekt. Nicht allzu aufdringlich. Schön. Und pflegeleicht. Abwaschbar. Unglaublich einfach in der Handhabung. Und weiß finde ich echt edel. So, jetzt gebe ich euch mal noch ein bisschen Farbe mit ins Spiel. Denn einfach nur so eine weiße Hose und dazu so ein schwarzes Oberteil. Das dachte ich mir, das ist doch nicht ausreichend für unseren Kanal. Hier muss doch ein bisschen Farbe noch walten. Und obwohl es so auch echt schön ist. Aber du kommst ja nicht einfach so irgendwo hin und bist schon fertig. Nein, du kommst, wenn denn, als absolutes Sahnebonbon, als Eyecatcher, vielleicht eher so. Und da muss ich sagen, wow, da ist wirklich das Outfit komplett einmal durch. Gut, jetzt würde vielleicht nicht allzu sehr meine Nagellackfarbe passen, aber in dem Fall ist es ja nicht immer machbar, das jeden Tag dem Outfit anzupassen. Schön, oder? So, jetzt sagt selber, ich werde euch mal die Hose unten verlinken von Cheskelfeld in Weiß. Dazu einfach mal eine rote Jacke gewählt. Ihr könnt natürlich auch eine Jeansjacke, eine kurze wählen. Aber um jetzt hier einen wirklichen Eyecatcher zu setzen und passend natürlich zu meiner Brille, denn wir haben hier Rot und Weiß implementiert und das passt wirklich perfekt. Ich kann ja mal ein bisschen vorne zumachen und dann würde das so mit meiner kleinen Pufferjacke wirken. Etwas weiter runter mit der Hose in Kombination. Unsere X-Cross zusammen mit einer taillierten Jacke und von hinten die Ansicht, die wird dadurch natürlich überhaupt nicht behindert. Die Hose hat hier in der Mitte eine Naht und ganz oben ein ganz leichtes Dreiecksverhältnis, um ein wenig den Po zu definieren. Ansonsten ist die Hose als Leggings gemacht, keine Bootypants als solche. Ich habe keine extra Nähte, sie ist einfach gerade runter als Bootypants. Nicht jeder bevorzugt das ja. In Weiß. So. Von den Schuhen her relativ schlicht gehalten. Innen habe ich jetzt eine kleine Schleife gemacht. Es ist ungewöhnlich, dass die Schuhe innen geschlossen werden, aber in dem Fall relativ schön. Zart. Mit einem wirklich ganz schmalen kleinen Absatz, also nicht allzu aufdringlich. Dennoch eine kleine Verlängerung für unsere Beine. Und dann in diesem Schwarz wieder gehalten. Gut, jetzt habe ich natürlich hier unten ein bisschen die falsche Farbe drauf zu meinem Outfit. Aber schön. Und diese Schuhe haben auch ein schönes Sonnenspiel, weil ich ganz viele kleine Steine als Applikationen da habe. Unglaublich schön sehen diese Schuhe im Freien aus. Und mit dieser weißen Hose eine wirklich gelungene Kombination. Und hier sind die Hosen auch wirklich relativ gleich unten geschnitten. Also das Bein ist von der Länge her identisch, nur oben das Bündchen ist verändert. Jetzt kommst du irgendwo hin mit deinem super Outfit und dann machst du einfach so. Und du bist angekommen, ganz einfach. So, wechseln wir von dieser X-Cross jetzt auf meine Ring-Zipper-Pants. Die haben wir hier liegen.
Und jetzt wechseln wir ganz einfach mal mit einem Schwung. So, hier haben wir die Ringzipper und ich würde sagen, sie ist ein bisschen mehr High-Waist. Aber das müssten wir dann nochmal mit den Bildern vergleichen. Ansonsten sind sie quasi fast identisch gemacht, außer dass wir hier natürlich Taschen integriert haben. Hier haben wir jetzt den Booty-Effekt. Von hinten macht sie natürlich eine andere Linie. Vorne finde ich, ja, ich muss persönlich sagen, das sind eher meine Favoriten, weil ich es ganz gerne habe, wenn ein bisschen die Hüften so ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden. Und durch diese Taschennaht, es ist ja eine angedeutete Tasche, es sind ja Fake-Taschen, Imitat-Taschen, wie auch immer. Es ist ja keine Tasche da, nur diese Naht, die es andeutet. Und das Gleiche habt ihr auch hinten. Und da finde ich, habt ihr ein bisschen einen besseren Effekt. Hier denkt man, ihr hättet hier Schlaufen für einen Gürtel, ist aber nicht so. Ihr habt ganz einfach mehr nochmal in der Naht, findet ihr mehr eine Taillierung vor, weil hier nochmal eine extra Naht ist, die ein bisschen so die Form wiedergibt, dass sie dann doch ein bisschen eher wie eine Sanduhr wirkt, was ja eigentlich gewollt ist, wenn es schön tailliert ist, in der Taille so schön schmal und dann geht man wieder ganz anständig hier in die Rundung über und finde, das ist bei der Hose perfekt gelöst. Also ich muss sagen, hier ist eindeutig mein Favorite. Aber der Bequemlichkeit halber ist natürlich die X-Cross. Für jeden zum Reinschlüpfen ist sie natürlich ganz einfach im Handling. Aber von der Figur her und von der Form her, finde ich, ist hier ein deutlicher Unterschied zu sehen. Oder etwa nicht. Sagt man selber. Euer Favorit. Mit Zipper oder ohne Zipper. Ich finde da die Zipper, die sind super. Es ist etwas verspielt und das kann sich sehen lassen. Diese weiße Farbe, ich finde die so schön. Es ist so ein Puderweiß, seht ihr? Es ist wirklich ein Mattweiß. Dennoch habt ihr das Licht, was sich spiegelt, so ganz leicht drüber, was euch auch nochmal etwas mehr Figur mit auf den Weg gibt, weil ihr habt hier dieses Lichtverhältnis und dann geht so ein bisschen das so über in diese Schattenwelt. Und das finde ich, das gibt einem so ein bisschen was mit auf dem Weg. Ich finde es schön. Auch von oben rum finde ich, passt diese Hose. Sie sitzt super. Bei der anderen hatte ich ein bisschen mehr Luft. Aber da würde ich dann ganz einfach auf eine XS switchen, um einfach diesem entgegenzuwirken, dass es wirklich ganz eng sitzt, so wie es sein sollte. Hier muss ich sagen, mit der S bin ich echt relativ zufrieden. So, von hinten nochmal. Und da finde ich hier dieses Verhältnis durch dieses High-Waist-Design sehr schön, weil es wird nochmal wirklich in Form gebracht. Auch wenn ihr jetzt einen Body tragt, wird der einfach nochmal rangezoomt und es steht nichts ab. Und das finde ich perfekt als Lösung. So, von der Seite, vom Bauch-Effekt her seht ihr, es zieht wirklich den Body ran, würde nicht passieren, wenn ich die Hose nicht trage. Dann würde er hier etwas abstehen. Und so kommt die Hose und zieht sich das in Form. Besser geht nicht. Mit den Schuhen habe ich euch ja bereits gesagt, ist im Prinzip dasselbe Verhältnis. Die Hosen sind untenrum identisch. Gerade nach unten geschnitten von der Länge her. Das kann variieren, je nachdem wie hoch ihr diese Hose zieht. Das hat Spiel. Hier trage ich jetzt ganz einfach mal die Schnürung über der Hose und in der Mitte ist einfach wieder diese kleine Schleife und finde, das passt perfekt. Schwarz mit Weiß kombiniert und dazu diese kleinen Silberapplikationen, unglaublich schön. Hier in dem Bild jetzt nur mit rosa Nägeln geht es auch als kleiner Eyecatcher, als Farbe. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wieder auf eine rote Jacke setzen würde, würde es jetzt ein bisschen ja, ins Gehege kommen mit den Farben. Aber nichts ist unmöglich. Es ist machbar. So, das sind meine Schuhe von Giuseppe Zanotti. Sind schon etwas älter als Modell. Habe ich wirklich schon ein paar Jahre. Aber kann man immer noch vorzeigen. Und das Ganze bei unserer Zipperpants geht natürlich auch mit unserer kleinen farblichen Jacke, die ja einen echten Akzent setzt. Und ganz ehrlich, rot ist meine Farbe, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es ist einfach meine Lieblingsfarbe. Wenn wir jetzt hier dieses Verhältnis mit diesem Ringzipper haben, und hier ist es ja witzig,
habe ich dasselbe nochmal. Es passt sozusagen zueinander. Das ist doch verrückt, oder? Das war jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen unter den Kleidungsstücken. Guckt mal. Und da seht ihr, dieses High-Waist-Design ist natürlich perfekt für so kurze Jacken. Ich liebe es, wenn die so wirklich abschließen und man sieht dann die Taille, die schmale Taille dazu, denn diese Jacke drüber. Also wer Form setzen möchte, der ist mit High-Waist-Hosen super bedient. Also es ist unglaublich schön. Momentan ist es, glaube ich, so wirklich ein richtiger Trendsetter mit diesen High-Waist-Hosen. Ich bin noch aus der Zeit, wo die Hosen nicht kurz genug sein konnten. Da musstest du echt auf deine Taille zusätzlich achten. Aber hier hilft dir die Hose natürlich auch ein bisschen. Das ist natürlich bequem. Mein Beitrag, meine Hosen mal im Vergleich X-Cross gegen Zipper and High Waist, Booty Pants Popo gegen normale Leggings, da könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Weiß gegen Weiß, das macht natürlich keinen Unterschied und diese Weißhose ist unglaublich schön. Sie passt wirklich super in den Alltag, sie ist nicht aufdringlich, sie ist so wirklich so ein leichter Puder, dezent, aber unglaublich toll im Handling. Sehr pflegeleicht, denn sie ist abwaschbar, selbst wenn du da mal mit dem Rotwein drüber kleckerst, ist schnell weggewischt. Im Büro ein Kaffee läuft über, kein Problem. Jetzt seid ihr gefragt, von den Kommentaren her, wer hat für euch gewonnen? Ist es die X-Cross? Ganz normale Leggings ohne Booty-Verhältnis hinten? Oder ist es meine Ringzipper geworden? Also Weiß gegen Weiß. X-Cross gegen Ringzipper. Booty Pants gegen normale Leggings. Also ich muss persönlich sagen, ich gebe mal mein Fazit von meiner Seite aus ab. Aber das habt ihr vielleicht schon im Video mitbekommen. Ich finde diese Booty Pants einfach schön und diese High-Waist-Verhältnisse. Also ich stehe ein bisschen mehr auf die Ringzipper. Obwohl diese X-Cross total einfach im Handling ist. Wenn es mal schnell gehen soll, du rutschst da so rein, flupp. So ist es halt, so sportlich gesehen ist sie eher der Favorit für, wenn es mal schnell gehen muss. Und diese Ringzipper ist schon, da hat jemand auf etwas Besonderes Wert gelegt. Weil hier ist wirklich das Verhältnis, haben wir ja wieder mit dieser Sanduhr. Es gefällt mir. Ich muss einfach sagen, es gefällt mir, ist mein absoluter Favorite. Und ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Was sagt ihr zu meinem Oberteil von Temu? Ist es gelungen, meine Kombination und dazu meine Oberkracher Giuseppe Zanotti Schuhe? Ich denke, das Outfit im Ganzen ist gelungen. Was hatte ich überhaupt hier an? New Favorite Collection. Ich kann euch nicht mal sagen, welchen Namen jetzt meine Jacke hat. Einfach Favorite Collection. Hier kann ich euch mit auf den Weg geben, ist aus dem Schrank gegriffen, habe ich jetzt schon wirklich etwas länger. Favori Collection, die Jacke. Ich weiß nicht, ob es die so noch gibt. Keine Ahnung, ich habe sie einfach mal mit dazu genommen, weil sie ist irgendwie perfekt von der Farbe her. Und dazu eine rote Brille, was will man mehr? Jetzt Däumchen hoch oder runter, lasst es mal mich wissen. Und bleibt schön gesund, wir sehen uns im nächsten Review in Try-On oder was auch immer wieder. Lasst euch überraschen, eure Dean. Bleibt gesund bis dahin. Vielleicht möchtet ihr mal dieses Video sehen oder ihr folgt einfach mal meinem Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Ich würde mich echt freuen an dieser Stelle und sage danke, bis zum nächsten Mal, eure Dean.